Morgen allerseits. Guten Morgen. Ja, heute bricht leider auch schon Tag 3, also der letzte Tag unseres Disneyland Paris Urlaubs an. Ja. Wir packen gleich noch unser Gepäck ins Auto, dann geht's frühstücken. Genau. Und dann gehen wir in den Park. Ja, wir haben eigentlich ziemlich alle großen Rides, die wir fahren wollten, haben wir schon erledigt. Aber wir haben trotzdem noch ein bisschen was, was wir noch nicht gesehen haben, was wir noch sehen wollen. Und ansonsten verbringen wir halt die Zeit und fahren die Rides, die uns gut gefallen haben, normal, oder? Genau so machen wir's. Ja, man kann es vielleicht erkennen, weil die Kamera noch so ein bisschen gesprenkelt ist. Ja, wir saßen in erster Reihe und es war mega geil. Es macht so einen Unterschied. Wir haben, wann haben wir das erste Mal gefahren? Vorgestern, also an unserem ersten Tag. Das war letzte Reihe. Ja, und da hatten wir zum Glück keinen nassen Arsch. Jetzt sind wir ein bisschen nass geworden, aber es war so ein Unterschied, wenn man halt so das volle Sichtfeld hat. Hat richtig Spaß gemacht. Auch die Drops waren voll cool. Ja, die Abfahrten waren richtig gut, ja. Das stimmt. Naja, wir suchen jetzt Aladdin und versuchen das mal zu fahren. Ja. Wenn wir es denn finden. Nicht fahren, gehen. Gehen.
Das war es wohl leider erstmal. Also noch nicht mit dem Video, aber nee. Mit unserem Aufenthalt hier. Ja, richtig. Wir gehen jetzt erstmal noch was essen. Wir haben nicht mehr so lange durchgehalten, wie wir eigentlich wollten. Also ja, wir machen jetzt eine Stunde ungefähr früher Schluss. Ja, ist jetzt so, glaube ich, 17 Uhr. Ja. Bis 18 Uhr machen. Aber man muss tatsächlich sagen, heute waren die Wartezeiten so niedrig, dass wir einfach so gut durchkamen. Ja, definitiv. Dass wir die Zeit auch gar nicht mehr benötigen. Nee, und also jetzt sind so viel gefahren. Ja, das stimmt wirklich. Aber insgesamt in den 3 Tagen haben wir unheimlich viel geschafft. Das muss man schon sagen. Ja, wir haben alles geschafft, was wir schaffen wollten. Und das nochmal wiederholt. Ja, alle unsere Favoriten sind wir 2, 3, 4 Mal gefahren. Ja, ja. Nee, es war sehr schön insgesamt. Ja. Es tut auch ein bisschen weh, jetzt fahren zu müssen gleich, aber gut. Wir kommen ja wieder. Ja, und die Katzen vermissen uns. Ja, definitiv. Und was wir euch ja noch nicht gezeigt haben, wir haben noch ein Andenken im Rucksack. Ja, zeigen wir gleich. Ja. Wir haben noch ein drittes Kind gekauft. Wir haben nur jetzt ein kleines Problem. Wir haben kein Bargeld mehr. Und leider gibt es wohl ein Technical Issue mit der Kreditkartenzahlung. Ja, müssen wir mal gucken, ob das auch fürs Disney Village gilt oder nur für den Park. Ja, das finden wir jetzt mal heraus und dann halten wir euch auf dem Laufenden. Müssen wir vielleicht bei Annette fragen, ob wir auch für unser Abendessen singen können. Oder abspülen. Ja. Kein Urlaub ohne Katzen. Wohnst du hier? Bist du eine der berühmten Disney-Cats? Oh. Ja, wie ihr seht, sind wir 3 wieder im Auto angekommen. Ja, aber ein letzter einer war sehr lecker. Ja, es war sehr, sehr gut. Nicht ganz günstig, aber wir halt alles im Freizeitpark. Und aber wirklich sehr lecker. Wir haben auch tatsächlich so die ein oder andere Kellnerin oder einen Kellner auch gesehen, die mit so Rollerblades da rumgefahren sind. Das war ziemlich cool. Aber wir waren leider immer zu langsam, um sie zu filmen. Deswegen haben wir es euch leider nicht zeigen können. Die waren sehr schnell. Ja. Ja, jetzt geht's auch leider für uns nach Hause. Ja, ganz genau. Das war's dann mit unserer Disneyland Paris-Reihe. Ja, fürs Erste. Ja, für dieses Jahr erstmal. Ja, ganz genau. Also wir sind schwer begeistert und kommen definitiv wieder. Ja. Nur wann, müssen wir halt mal gucken. Ja, der Winston hier braucht noch einen Freund. Ja, ganz genau. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Für süße Katzen, Kilips dranbleiben. Wow.